Irgendwie mit den TikToks gucken gerade. Ist das das, was du brauchst, Kevin? Ja, Mann, ich will TikToks gucken. Wir müssen TikToks gucken gerade zusammen. Ja, Ich Zeit, zeig dir komm, jetzt ich guck meine nicht. TikTok-Likes. Hast du den hier mitbekommen? Warum bin ich zu Fasching gegangen? Bro, kannst, Oh Alter, mein Gott, das musst du bitte das zeigen, ist so Bruder. frech. Digga. Warte, warte. Das ist so ein bodenloses Ding, Alter. Das ist so ein Bro. bodenloses Ding. Ich fand das eigentlich, aber ich fand den IRL-Stream auch, ich hab's auch schon bei mir im Stream gesagt, IRL-Streams bei dir gucke ich mir so krass gerne an, weil es Krass. ist so krass Real Talk, ich fesselnd. finde das heftig, weil ich glaube, ich persönlich als Viewer enjoy IRL-Streams weniger. Bei mir ist es so, ich finde aber gerade so die Momente, ich habe schon mal gesagt, gerade die manchmal auch unangenehmeren Momente sind die, die ich halt am besten finde. Wenn ich weiß, okay, jetzt mit Ja. Kamera in irgend so ein Etablissement rein, das könnte vielleicht Probleme geben. Ich will das jetzt noch Okay, sehen. das So. ist halt geil. IRL hat halt mehr diesen, was passiert als nächstes? Ich will's nicht verpassen, Ding, ne? Gerade wenn Ja. man so unterwegs ist in der Stadt, wo viele random Encounter sind. Das hier fand ich coole Street Art. Es ist halt so gesprayt, aber ich finde es eigentlich ziemlich dope. Ja. Bin jetzt nicht so der. Siehst du, checkst du hier mit der Rakete, Bro? Finde ich übelst geil. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Bist du kein Graffiti. Tagger? Bin jetzt kein Bist du ein. Graffiti-Atze, aber so ich, das ist schon. Das fand ich Schon ein krass. Toy. Bro, Real Talk, das ist heftig. Ja, das ist No cool, joke, da ja. muss die Stadt es einfach lassen. Digga, Alter, what the fuck? Fand ich überkrass. Ja, juckt, was haben wir noch? Das fand ich krass. Miau, 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 miau. Gleich die High Tones. Jetzt, pass auf jetzt. Gespannt. Miau, miau. Ja, krank. Bro, Retalk. Hier ist ein fucking Banger, dann haben wir hier. Ja, sie wollen, dass ich falle. Ja, sie wollen, dass ich Pass auf, guck mal, wie schnell der ist. What the fuck? Und genug Boah, Kugeln jetzt für kommt noch euch die alle. Kette. Was, wie schnell? Boah, So warte, ich geil. musste, ich glaube, ich habe, boah, ich muss dir mal eins schicken. Digga. Das habe ich damals Feister, Bro, es ist Yo, ein Broski. Instagram-Reel, aber ich hab damals gedacht, dass das ist Feister Stadt ist, Bro. Das erinnert mich an das hier. Guck mal bitte das an. Ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich gehe nicht feiern. Bin ich deswegen jetzt langweilig? Absolut. Ich zu sein in den Augen anderer, ist mir all. Mich juckt nur mein Erfolg. Denkt, was ihr wollt. Ich trinke nicht, ich rauche. Aber dazu, dass es einfach halt im Bus ist. Einfach ein Busfahrer. So geil, ey. Ach, Mann. Okay, was hab ich noch? Was hab ich noch? Dieses Gericht ist besser als aus dem Restaurant und glaubt mir, es Was? ist. Du benutzt jetzt TikTok nicht so oft, ne? Meinst du? Aber so, du Mhm. kennst wahrscheinlich so diese, auch auf Insta gibt es ja so diese so einfache Rezepte-mäßigen Dinger. Und Helge, absoluter Chef, liebe den. Dieses Gericht ist besser als aus dem Restaurant und glaubt mir, es ist super schnell und einfach gemacht mit Dingen, die jeder Digga. zu Hause hat. Dazu Blumenkohl in einer einfachen Soße aus 30 Zutaten marinieren und 84 Stunden luftdicht einwirken lassen. In der Bro, diesen Zwischenzeit Retalk immer so, ist nigerianische immer das. Berglinsen säubern, in der Pfanne bei 111 Grad in Digga. Seetangbutter karamellisieren und mit Himalaya-Trüffel veredeln. Eine weitere cremige Soße aus 50 Zutaten über Nacht, 50 Granatäpfel pulen und einlegen. Am nächsten Morgen Bro. im Ofen geröstetes Gemüse flambieren. Digga, so mehr als so viel Zeit, Bro. Ja. So dumm. Okay, was haben wir hier? Den habe ich vorhin schon gezeigt im Ich Stream. weiß, das ist gerade alles ein bisschen schwer und du hast das Gefühl, du kommst da nicht raus. Aber ich glaube an dich. Zieh dein Ding durch, du hast ein Ziel vor Augen. Egal. Bro, halbe Bastiger, geh weg, ja. Ja, Real Talk. Sie sagte, flitz bitte mal die Dinge in die linke und rechte Tasche. Kevin, ganz kurz, wie fühlst du dich, gerade mir das zu zeigen? Ich find's geil und es fühlt sich auch irgendwie falsch an. Aber ich find's mehr geil. Ich finde es aber irgendwie geil, dass ich immer noch dieses, also dass ich noch den Status habe, dass euch sowas immer ein bisschen unangenehm Ja, ist, ist mir geil. sowas zu zeigen. Mann, Digga, das war so geil, ey. Okay. Bro, wir waren auch, wir waren, ich war mit Marshall in Salzburg, ne? Und wir waren Ja. so, wir haben da, man konnte so ein Private Spa mieten für so 3, 4 Stunden. Junge, da war so ein iPad und man konnte so Mucke abspielen und dann haben wir geguckt, was vorher abgespielt wurde. Und irgendwer hat in diesem Private Spa auf unironische Lex Zippy gehört, Digga. Bro. Alter. Wer Boah, von euch war das? ich finde Wer das so war interessant das? bei Hotels oder Airbnb, wenn du halt immer den Verlauf nochmal vorher siehst, auch bei YouTube und so, das ist Ja, so übergeil, interessant. übergeil. Bro, übergeil. Wir haben Bei so. mir war mal jemand noch in Netflix eingeloggt, Wir in einem hatten. privaten Account. Hattest du die Story gehört, die ich erzählt habe mit Felix und dem Notti? Mit dem Verlauf? Mit der Hundestory? Der Hundestory? Ich kann es Nee. dir nochmal kurz zusammenfassen. Wir waren so hier und haben so Fernsehen geguckt. Und dann haben wir so.
wir sind so darauf gekommen, dass Allotrix hat mal, also ist jetzt ein bisschen viel für ein bastiger G-Stream, aber ich denke, ist fein. Allotrix hat mal erzählt, dass ein Homie von ihm mal Analsex hatte mit einem Girl, dann irgendwie ihr Schließmuskel gerissen ist, dann mega viel Scheiße überall war und dann hat sie, also das Girl, das auf ihren Hund geschoben, als die Eltern reinkamen oder als die Eltern dann da waren. Und dann wurde der Hund eingeschläfert, okay? Bro. Das ist die Story, okay? Sorry, das musst du kurz wissen, damit du den Kontext checkst. Ja, ja, klar. Und dann saßen wir hier und ich meinte zu den Jungs, Digga, das ist niemals echt. Niemals ist das echt, niemals hat er das gesagt. Und dann saßen wir hier und haben versucht, diese Story zu finden und haben hier, ich befinde mich ja gerade in der Gästewohnung von meiner Mom. Also wenn meine Mom Gäste hat, sind die hier. Und wir saßen da hinten und ich habe dann halt versucht, es zu finden. Und die Jungs haben halt so Sachen vorgeschlagen, dass ich eingeben soll, Hunde-Anal-Story, Hunde-Anal-Scheiße-Story und so Sachen. Und Bro, das ist da jetzt halt in dieser YouTube-Search drin. Und dann haben wir so überlegt, was das so Butterfly-mäßig, so Butterfly-Effekt-mäßig so auslösen könnte. So stell dir vor, hier sind so Gäste, die wollen hier so chillig noch abends, nachdem die so drüben waren, mit meiner Mom und so gechillt haben, wollen die hier noch einfach so chillen und YouTube-Videos gucken. Also ein Video. Dann sehen die diese Tags da, diesen Suchverlauf, wissen, meine Mama hat zwei Hunde und denken sich so, Bro, was geht hier ab? Denen ist es aber auch zu unangenehm, um das anzusprechen. Ja? Und dann reden die einfach. Aber auch auf YouTube, Bro. Die kommen nie wieder, Bro. Die denken, what the fuck geht hier ab? Die kommen nie wieder, die würden das nie ansprechen. Die würden einfach irgendeine Ausrede finden und die würden nie wiederkommen. Real Talk, stell dir vor, what the fuck? Ja. Junge, stell dir vor, du bist bei irgendwem zu Gast und da steht einfach Hunde-Anal-Scheiße-Story. Digga, was machst du dann? Überdumm. Ja, sorry, das war ein kurz kleiner Exkurs hier. Wollen wir weitermachen? Ganz kurz, aber wie absolut ehrenlos ist es? Also, stell dir mal vor, dein Hund kackt halt in deine Wohnung, du schläfst ihn deswegen ein. Also, es ist nicht lustig, aber ja, das ist crazy, das stimmt schon. What the fuck? Ich glaube, also ich weiß nicht genau, ich meine, Carsten meinte halt, er kann die Story halt nicht zu 100% so backen, dass das halt 100% nicht echt ist, weil es halt ein Homie von ihm erzählt hat und er weiß es halt nicht. Ja. Ich kann mir auch, Rita, die Story ist nicht echt, oder? Also, Bruder, kein normal denkender Mensch würde doch einen Hund einschläfern, weil der irgendwo hingekackt hat. Bruder, das ist halt ein Tier. Also so, oder? Keine Ahnung. Naja, vor allem, also jetzt in dem Kontext, wenn die jetzt in dem Zimmer ihr Ding da gemacht haben und die Eltern jetzt nicht, also die Eltern waren ja dann wahrscheinlich nicht da zu dem Zeitpunkt. Und dann, naja, war der Hund ja auch allein, so mäßig, weißt du, dann, also checkst du, da war der Hund ja auch zu dem Zeitpunkt in der Wohnung ja auch eingesperrt. Ja. Das ist ja auch Versagen der Hälter, also, ne? der Besitzer quasi, ja, hundertprozentig. Ja, du kannst auch nicht zu dem Tierarzt gehen und sagen, hey, bitte schläfern Sie mir den Hund ein. Warum? Der ist doch also topfit. Naja, nee, der hat mir in die Wohnung geschissen. So, das kommt ja auch noch dazu. Du kannst ja nicht einfach hingehen und sagen, ja, schläfern Sie mir den Hund ein. Naja, aber fand ich trotzdem witzig. Also, dieses sozusagen. Ich verstehe. Ja. Okay, was haben wir noch? Leute, ich hab mich ausgeschlossen. Oh mein Gott. Okay, ich erspare uns, dass wir das komplett gucken. Sie hat sich, sie hat sich ausgeschlossen und sie kann irgendwie ihre Katze zur Tür baiten. Jetzt denkt die Schlüge. 80 Euro für einen Schlüsseldienst? Ja. Gehen wir nochmal an den Anfang. Oh. Nein, das stimmt nicht. Es ist viel zu günstig. Ja, so günstig ist kein Schlüsseldienst. No, Joe, Schlüsseldienst ist immer so teuer, Bro. Und die machen immer noch so auf so Scammy noch 200 Euro on top. Okay, egal, aber darum geht's nicht, ne? Sorry. So, okay, pass auf, sie macht jetzt so irgendwelche Moves, kratzt hier so an der Tür, macht so bestimmte Moves. Egal, und jetzt guck dir an. Bro, Alter. Die Katze macht diese Tür auf. What the fuck? No joke. Ich wette, Dimas Katze könnte das auch. Das checken jetzt nur die Leute, die bei mir den Stream gesehen haben, weil für dich macht es keinen Sinn. Aber Bro, wir haben mit Dimax gespielt, Minecraft Speedrunner. Digga, wir haben einen Bingo gemacht. Das war unser Pro im Team, ja, beim Speedrun-Turnier von Veni. Digga, Alter, das war unser Pro im Team. Junge, so oft, wir hatten so ein Bingo-Board, da hatten wir so drauf, Katze läuft durch, Headset raus. Digga, der Typ hat alle 3 Sekunden sein Headset rausgezogen. Alle 5 Sekunden kam so seine Maine Coon-Katze, diese richtig großen, kam so an sein Mikrofon vorbei und hat so, Mau! Digga, Alter, ist das so scheiße random. Dann kam seine Mom noch ab und zu rein. Digga, ist das so geil. Ist das so geil. Ich hätte Dimas Katzen könnten auch. Ludwig, kannst du mal kurz gehen? Ich muss kurz telefonieren. Ja, klar.
So, ich muss kurz irgendwie. Lothar, kannst du bitte kurz gehen? Ich muss echt kurz telefonieren. Das ist privat. So eine ich Scheiße. Muss nämlich da. Weißt du die. Ludwig, kannst du bitte. Ich muss echt kurz telefonieren. So eine Scheiße, Digga. Okay, hallo, unter meinem letzten Video wurde sehr viel viele Fragen gestellt, die ich im heutigen Video alle beantworten möchte. Guck mal, wie chillig der Digga gleich liegt. Was? Es kam am Anfang so rüber, als ob das einfach ein Vlog vom Igel ist und der Igel spricht und kein Mensch. Hallo, unter meinem letzten Video wurde sehr viel kommentiert und viel. Ah, ja, okay, check ich. Yeah. Checkst du? Ja. So, am Anfang, guck mal, aber am Anfang, er bewegt wirklich den Mund so ein bisschen. Achte mal genau auf den Mund-Lip-Sync am Anfang. Hallo, unter meinem letzten Video wurde sehr viel kommentiert und viele Fragen gestellt. Ich verstehe, was du meinst. Okay, den fand ich auch geil. Junge, mein Vater ist einfach nicht mehr normal. Ich schwöre, ich war frech zu ihm. Ich dachte, er haut mich jetzt. Bitte guck mal, was er macht. Junge, er baut einfach mein Radio aus. Also hau mich gegen den Kühlschrank, klatsch mich 10 Mal, alles gut, aber du baust mein Radio aus. Egal, er kennt Trick 17 noch nicht. So ein Typ, den hab ich jetzt auf der For You-Page, weil der hat so ein TikTok, dass er meint, dass er wie so Thaddeus lacht. Bro, das ist so eine Scheiße, Digga, das kommt selber auch gleich noch. Nehmen wir mal an, jemand kommt und sagt, ey, du bist doch Abdi, warum fährst du Straßenbahn? Und wie Straßenbahns Baba. So, ich hab, verstehst du, oder warum zum Beispiel, warum Kellnerst du? Das liegt immer an einem selber, wie sehr man mit sich selber umgehen kann und wie sehr, was man von Liebe. Sich selber hält und was nicht andere von einem halten. Und ich weiß, dass ich der Jigo bin. Ich weiß, dass ich Jigo bin. Jigo, ich bin Jigo. Deswegen verstehst du, das ist halt so. Jeder Mensch ist anders und deine ist halt so, dann andere. Kennst du dieses, wo Abdi so sagt, so, ich schwöre, die beste Droge ist Sport. Und dann unterbricht die Chilo und sagt so, nein, Liebe. Kennst du das? Das kommt jetzt hier, das ist so geil. Das ist halt ein Jigo. Aber Beef jetzt direkt habe ich mit keinem. I versus me. Ich habe selber Probleme, ich habe Beef mit mir persönlich eher. I versus me. Ansonsten, Digga, wie gesagt, Baklavas geht rein wie Butter, Digga. Beste Droge, Digga, ist Sport. Nein. Liebe. Krass, gell? Boah. Ja, so geil, ey. Ich hab mir früher so viel Zeug von Chill und Abdi reingezogen. Ey, wirklich. Mann, die waren so lustig, ne? Ja, for real. Die waren so witzig, Mann. Wir hatten richtig Respekt aber vor denen. Ich weiß nicht, ob das so. Ich glaube, die Leute, die so 15 sind oder so, haben nicht so. Also, Bro, das sind Legenden gewesen, so damals, finde ich. So, das ist so. Das war so crazy einfach. So dieses ganze Bootsbach. Erwachsenenvollzug, Digga. Aber Bro, ich meine auch diese Non-Musik-Sachen damals mit Vis-a-vis, so, das, kennst du das Kochen? Oder wo ja, sie auf na dem, klar, auf dem Schiff gegrillt haben und so? Digga, streichelt so, war so krass. Nee, das kenne ich nicht, Schiff gegrillt kenne ich nicht. Hast du schon gesehen und zeig das Basti auch mal bitte? Du bist jung und cool und willst dementsprechend auf ein Mark Foster-Konzert gehen, aber du hast all dein Geld für Fortnite V-Bucks und das neue Aliva-Parfüm ausgegeben? Schwarzes Herz. 60 Euro sind dir zu viel, um ironisch zeitlose Klassiker wie Chöre, Flash mich oder Schwarzer Toyota live zu hören? Das enttäuscht mich menschlich extrem, aber trotzdem sollt auch ihr kommen. Deswegen kosten die nächsten 2000 Tickets für euch 40 statt 60 Euro. 40 statt 60 Euro für die geilste Show, die ihr je gesehen habt. Die unglaubliche Mark Forster Arena Tour Show. Bro, wir werden in Köln da einfach sein. Alright, was haben wir noch, Da ist ein Bier übrig geblieben. Und der Sandro wird es jetzt trinken. Mein Ernst? Das war die Abmachung. Okay, dann trinke ich das übrig gebliebene Bier als Mutprobe. Boah! Das war ekelhaft. Boah, was machst du mit mir? Digga, so eine Scheiße, so eine Scheiße. Ich muss ehrlich sagen, ich find's sehr geil, dass Papa Platz mich und meine Obi lustig fand, Digga. Okay, das kommt gleich. Yeah! Das ist ein Bombard. Der ist einfach das Eis, Kevin. Ja, das ist einfach süß. Ja. Bro, kennt noch jemand diese App? Kennt ihr die noch? Digga, jeder in der Schule immer. Digga, legendär. Nein, kennt ihr die nicht? Digga, liege der in der Schule immer. Warum hat er das andere nicht genommen? Ach, oh, get blown up, Digga. Den fand ich auch stark.
Klassiker. Boah. Shit, der sieht ein bisschen aus wie Justin Loki. Ich weiß nicht, was es ist, Digga. Es gibt mir so krass Justin einfach. Der sieht, Digga, er sieht aber überfresh aus. Holy shit. Guck mal, vor allen Dingen, guck mal diese Augenbraue. Er zieht die eine Augenbraue so hart. Boah, die sind zur Seite. Digga, warte, ich hab einen Clip. Sieht so fresh aus. Zu D-Max Katze. Warte mal, zeig mir das mal ganz kurz. Ich sehe nichts wegen meiner Katze, Nyusha, geh bitte zur Seite. No joke, so war das die ganze Zeit. Ey, das ist wirklich, das ist mit Abstand der dümmste Tod. Nyusha! Nyusha! Soll ich dir was sagen? So geil, kleiner Geoguess-Effekt, warum ich erkenne, warum das ukrainisch ist. Warum? Weil da ein I drin war und im Russischen haben wir da kein I. Nyusha! Herrlich. Das ist der beste Basti-Clip, den es gibt. Basti Gegis Handy geklaut. Oh mein Gott, das ist der Soulja Boy-Clip. I dare you rückwärts. Oh, das heißt einfach Soulja Boy! So eine Scheiße. Barito, ich war mal bei einem Friseur, ne, wo es genau der Vibe war. Und er hat der hier? Ja, da hat sie mir erzählt, dass sie es liebt, ihre zwei Leidenschaften zu verbinden. Friseur und Party, dass sie es halt liebt. Und das war halt so ein, Bro, der Laden war wie ein Club. Boah, das war wirklich so laute Musik. Ich kann mir nichts Unschilligeres vorstellen. Bruder, ich will am liebsten, Real Talk, ich möchte beim Friseur, der perfekte Besuch ist, einen Friseur, der, wenn er die Fresse halten soll, meine Haare schneiden soll, einfach nur die Fresse halten und meine Haare schneidet. Und wenn ich so low-key ein bisschen reden will, dann auf chillig. Weißt du, was mein größter Traum wäre? Aber nicht, Digga, laber mich nicht voll, mach nicht crazy Musik, Alter. Digga, schneid mir einfach die Haare, Mann. Junge, mein größter Traum wäre ein Friseur, der mich zu Hause besucht. Das wäre so boah, krass. Boah, Digga, das ist so geil. Check ich. Das ist geil, ja, check ich. Das ist so... Bro, ich hab mal einmal Fatih, unser Stammfriseur, sag ich mal, wo wir alle so hingehen, oder die meisten von uns, ja. Der war einmal in meinem Stream und hat mir im Stream die Haare geschnitten und haben alle geschrieben, der, weil der so überlangsam redet, haben alle geschrieben, dass ob er bekifft ist oder so. Und Digga, und ich glaube, er wird seitdem nicht mehr kommen. Immer so, ich schreibe mir so, ich habe ihm so ein paar Mal so geschrieben, also jetzt weiß ich nicht mehr, aber ich habe ihm so ein paar Mal so geschrieben, so, ja, also ich kann nächste Woche nur Samstag oder ansonsten könnten wir es halt auch im Stream machen. Das habe ich halt so auf Joke so geschrieben. So. Yeah. Digga, es kam nie ein Feedback zu dem Stream-Part. Immer nur so, dann nächste Woche oder so. Aber so ein Atze, Digga. Liebe den. Beste Mann. Alter, was haben wir noch? Blau, Hals, Strauß. Blau, Hals. Nee. Aber was ich nicht sehe, ist ein blauer Hals. Das ist ein weißer oder höchstens grauer Hals. Ja. Was machen wir dagegen, Sano? Töten wir sie? Sano, nein. Blau, Hals. <Hart. lacht> Oh mein Gott, hast du diese Psychose mitbekommen? Bro, ja, aber Wildschweine sehr, sehr goated. Ja, ja, ist krass. Senior Pumba? Lauf auf Schocks und chill meine Fitness Rosenthaler, ich verteile die Kettchen. Nice. Kennst du diese Videos, Basti? Ja. Die sind awesome. Hab ich schon gesehen. Ich liebe die. Das ist richtig aufwendig, ne? Guck mal, so süß, er weiß nicht, was er nehmen soll. So, jetzt zieht er seinen Bademantel an. Jetzt denkt man so, okay, ja. Jetzt. So, jetzt hat er sich einen Kaffee. Schulkäffchen. Das ist ein Tee. Ah, okay. Und jetzt Plot Twist. Frühstück im Bett ist gemütlich und nett. Bro. Wow. Das ist so cool. So geil. Ist das echt oder eine Animation, Bro? What the fuck, Kim? Fand ich auch sehr cool. Okay, was haben wir noch? Oh mein Gott, ich hatte den einen Abend, habe ich so einen TikTok geliked, das kommt gleich noch, mit Senior Pumba. Auf einmal, Digga, jedes dritte TikTok ist so krass. Bro, du benutzt ja TikTok nicht, meintest du? Jedes dritte TikTok ist dann auf einmal das, was du geliked hast gerade. Das ist so crazy manchmal. Digga, dann eher wieder. It looks like it's leaning. Überkrass. Boah, so lässig. Das ist einfach nur süß. Lauf auf Schocks und chill meine Fitness Rosenthaler. Ich Tarde, me una coca, das hier habe ich geliked. Senior Pumba. Senior Pumba. Tarde, warte. Nee. Hola, den. Pumba. Digga, der war richtig oft da. Bro, der war richtig oft da. Ich hatte so viele TikToks von dem. Hier ist das erste, glaube ich. Buenas tardes. ¿Cuánto es de la coca? ¿Cuánto es? Bro, what amigo? The fuck? A ver. Geh sein Channel durch. Hola, Digga, Pumba, wie oft ist der da? Quiere cajetita. Pumba. Señor Pumba. Hola, señor Pumba. Ganz kurz, können wir auch noch hochgehen, dass es steht. Aber es sieht gar nicht aus wie ein Wildschwein, sondern als ob er einfach auf zwei Beinen steht. Bei diesem hier. So ein bisschen gibt es mir Alf-Vibes, ja. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bro, was? Buenas tardes. ¿Cuánto es de la coca? Buenas tardes, me da una coca, por favor. ¿Qué tiene de tomar?
Digga, so random. Hey. Miren ustedes, miren, 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 miren. Also er spricht auch, also er fragt ihn. Also no, Pumba, Bro. No. Ist das Senior Pumba? Bro. Er fragt ihn aber auch richtig, was nehmen wir denn heute und so. Er quatscht richtig krass mit ihm. Es disfrutar. Vea, mi amor, el juego del ajedrez termina cuando lo matan al rey, no cuando a la reina la... Digga, es ist nur das Bild. Digga, wie fucking random, Alter. Junge, aber Nojo, genau dafür liebe ich TikTok. Das ist so geil. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen der Vibe so, als ob ich halt so nur das bei so meinem älteren Bruder oder so, so gucken kann, ja, weißt du? So, ja, 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 ich habe mit Kevin mal TikTok geguckt. Ja, ja, check ich, check ich. Hier, das hier wollte ich zeigen vorhin. Das ist ein Zuschauer. Digga, das fand ich so witzig. Ich arbeite Vollzeit, studiere nebenbei Jura, bin selbstständig und habe noch einen Job. Ja, so. Also man muss gestern sagen, dieses TikTok hier von der hier ist so turbo-viral gegangen auch. So, da erzählt, die erzählt so richtig lange, was die alles macht, so. Und dann kam so der hier. Ich arbeite Vollzeit, studiere nebenbei Jura, bin selbstständig und habe noch einen Job. Ja, also ich bin 23 Jahre alt und lasse mich gerade von meiner Omi mit extra viel Liebe zudecken. Omi, glaube ich, brauche noch eine extra Decke. Ja, ich brauche noch so eine extra süßige Decke, Omi. Hast du gerade Füße? Wo fühlst du am meisten? Ja, hier Füße. Füße, ne? Ja. Dankeschön, Omi. Er ist eingeschlafen. Fand ich so süß, Digga. So nice. Ah ja, hier ist der Typ. Junge, sie hat mich einfach blockiert, weil ich wie Thaddäus lache. Ich weiß gar nicht, was sie meint. Ah! Digga, so eine Scheiße. Ah! So eine Scheiße, Digga. Dann hier hat Anna geschrieben, was macht's. Also, ich hatte Zabix anders in Erinnerung. Schabi, wie geht's dir? Alles im Griff? Ja, immer machen. Der ist immer fleißig, jeder Mann. Digga, damals hab ich angefangen. Er sieht aus wie Zabix, er hört sich an wie Zabix. Okay, was haben wir denn? Beat me, hate me, you can never break me. Will me, feel me, you can never kill me. Digga, ich hab das schon zu oft geguckt, Mann. Ich find das zu lustig dafür, dass das nur 71.000 Views hat. Mhm. Oh, das ist süß. Jetzt erstmal vom Schlafen wieder ein paar Platte edit. Bro, wir haben Tiere nicht verdient, Mann, die sind viel zu süß. kennst du ihn? Nee. Nein? Nein. Digga, so eine Legende, Digga. Real Talk, ich kenne ihn schon so lange. Lass zeig. Die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Lass die Leute reden. Bro, der hat nur so Shit. Das ist so geil. Shakira, Shakira. Oh, when you talk like that, you make a woman go mad. Ich hab mir geschworen, jetzt bleib ich allein, um keinem Gefühl verpflichtet zu sein. Nie mehr. Dann, dann, so oh mein Gott. Es gibt einen, der zu dir hält. Digga, Legende, Bro. Real Talk. Chris, ist das hier nochmal? Wie man sich richtig meldet, wenn der Name aufgerufen wird in der Schule. Wenn Mädchen gucken, damit man lässig wirkt. Jo? Ja, ja. Anwesend? Jo, bin hier. Yes. What's up? Mit mir ist nicht zu spaßen. Jo? Hier! Hier! Noch mehr machen möchte. Und ein bisschen quirky sein möchte. Jo? Hier! Die asiatische Art. Hey! Annyeonghaseyo! Ja, so eine Scheiße, Digga. Ich hätte das so witzig, Mann. Ja, ist Klassiker. Ich bin hier raus aus dem Westen, spring in den Phantom. Oh, ich weiß nicht. Ich bin der Hacker bei meinem Head und turn it up in Doppel. So eine Scheiße. Boah. Alter. What the fuck, Alter. Hast du das mit? War das so deins? Ich hab's ab und zu gesehen, aber war nicht full, full. Alter. Muss man dabei gewesen sein, Bro. Kann man. No joke. Kann man nicht nochmal erklären, einfach. Digga. Weißt du, wenn wir einen Zuschauer-TikTok gucken? Eins. Eins. Und dann ist langsam Feierabend. Ja, Mann. Langsam ins Bett. Wow! Ja. Das war ein starkes. Das war ein starkes. Wow, danke. Otto in Minecraft, ich hab's gecallt. Den Clip gucken wir uns irgendwann an in 2-3 Jahren. Welchen Clip? Den, der jetzt gerade entstanden ist, was ich gesagt habe, 2024, irgendwann werden Otter in Minecraft kommen. Keiner wird das klippen, Bro. Niemand wird diesen Clip noch kennen in 2 Jahren.
kenne nicht eine einzige Person, die sich werden, dann das wird das, dann werden Leute sagen, du hast darüber gelacht und ich habe jetzt gerade noch gesagt, dass es... Gut. Ja, ey, wenn Otter in 2024 kommen, dann... Nein, nicht in 2024, sondern in ein paar Jahren. Dann wird es erst besonders. Das war ein starkes... Bro, Kevin, du denkst, ich merke mir sowas nicht. Ich habe bis heute noch den Straw-Poll, wer von uns beiden der besser aussehende Streamer ist. Schick, das ist so eine Scheiße. Die ist so biased einfach. Ich habe diesen Straw-Poll, aber das Ding ist halt, Straw-Poll gibt es leider nicht mehr. Ich habe nochmal einen Abschluss für dich. Ich will das auswendig können. Ich nehme einen Doppel-Triple-Chefburger auf Floß. Vierfach tierisch gebraten mit extra Kiesel, mit Glanz und Gloria und einem Hauch Achselschweiß. Zum Heulen scharf, verbrannt und zack, zack. Digga, so geil. Ist das der Clip? Das war ein sehr gutes... Basti called Otter in Minecraft. Oh. Otter in Minecraft, ich hab's gecallt. Scheiße, random. Otter in Minecraft, ich hab's gecallt. Ja, gut. Okay, dann sag ich sag auch ein Tier in Minecraft. Ich sag in ein paar Jahren Capybaras in Minecraft. So. Fühlt sich jetzt cool, oder was? Machst mir alles nach. Hello. Was mit Stegi? Stegi ist, der lässt es gut gehen, aber das ist auch geil. Bart of Noften. Noften.com. Aber ich hoffe, also ich hoffe auch, dass der. Oh mein Gott, ja, Digga. Kennst du das? Ich kenne das nicht. Ja, ja, Lothar Matthäus macht ganz viele Lothar so eine Placements. Auf, man merkt ihm nicht an, dass er abliest. Auf Noften. Spiel mal ab. Noften.com. Okay, warte, ich mach von vorne. Hello, this is Lothar Matthäus. And I am happy to be part of Noften. Noften.com. Is a platform for celebrities. Is a platform. Oh mein Gott, sorry. Oh mein Gott, sorry, wir müssen von vorne nochmal gucken. Exklusiv NVTs. NVTs. Celebrity Metaverse with Noften is the future. See you soon on Noften.com. Bro, das kann nicht echt sein. Das check ich gar nicht. Vielleicht weiß da irgendjemand. Mauro Icardi hat irgendeinen Server für irgendein Online-Game. Ist auch ein Fußballspieler, eigentlich auch ein sehr bekannter. Das habe ich gesehen, der hat irgendwie... Der, kennst du den hier noch, Basti? Das ist Klassiker. Ja... This shit still on? Hit your bitch if I have to, you know why. Am I still streaming? Klassiker, dann er hier. Das ist ja auch ein absoluter Hood Classic. Das ist, glaube ich, einer meiner favorite Twitch Clips. Y'all niggas, bro, y'all better turn y'all speakers down, bro. Wie kann das echt sein? Wie kann das echt sein? I don't give no fuck, bro. I don't care if the music loud, nigga. I'm not, nigga, I'm not your daddy, nigga. Turn your speakers down, pussy, nigga. Y'all stop complaining like some hoes. Fuck wrong with y'all. Webcam fucking, bro. Digga. Wie ist das ein echter Clip, bro? Wie ist das ein echter Clip, bro? Das macht gar keinen Sinn. Aber das, was ich dir eigentlich zeigen wollte, ist Survival Game Blunt. Also ganz kurz, Mauro Icardi, einfach wirklich ein sehr erfolgreicher oder sehr bekannter argentinischer Fußballer, wisst, Stürmer bei Gala und so. Wo der einfach, er macht einfach Werbung für einen Mädchen 2 Server. Er hat einen eigenen Mädchen 2 Server. Es ist so hardcore random. Es ist genau das gleiche. Also, ja. Ja, zeig. Warum hat der Werbung gemacht für einen Mädchen 2 Server? Der hat einen eigenen Mädchen 2 Server. Nee, der macht irgendwie ein Placement. Der erzählt immer von seinem Mädchen. Ich zeig dir das gleich. Digga, aber vielleicht zockt er einfach gerne Mädchen. Nein, glaub mir. Ich hab einen Reddit-Link, wollen wir den gucken? Bro, das sieht jetzt schon so scammy aus. What the fuck? Das ist ein Cardi Metin Iki será un juego muy concurrido que batirá récords en Turquía. Espero su apoyo. Bendy Cardi Metin Iki de Olaxen. Merhaba, Bro. Digga, das ist halt das most random Ding. Aber kennt man den? Also ist das, kennt jeder den? Der Fußball unfassbar bekannt. Ja. Alter, der hat 12 Mio. Alter, okay, krass. Okay, pass auf, jetzt der hier. Okay, pass auf, man muss kurz dazu erzählen. Snoop Dogg hat ein Placement gemacht für dieses Spiel, was wir sehen. Okay, der Stream lief überlange. Er redet die ganze Zeit mit den Leuten. Mhm. Okay, auf einmal passiert das hier und man checkt, dass das Gameplay im Hintergrund einfach fake ist. Guck mal, er redet mit den Leuten und sagt so, yeah, let's. Digga, er hat beide Hände in der Cam, macht sich ein Blunt an und das Game läuft weiter und er redet jetzt auch so mit denen. Let's go. Let's go. Ja, das kenne ich auch. Ich weiß ja, ich habe auf Twitch einfach damals diesen Stream gesehen und der hatte so nach ein paar Minuten so viele tausende Zuschauer, das war so krank. Wie kann das echt sein? Wie kann das echt sein, Digga? So geil. A Snoop Dogg rage quits his own video game. We end this now, Crow.
Hey, man, what you waiting on? Shoot this fool. Now. Hey, yo, you know what? Fuck this shit. It's all yours. Looks like you got a morale issue there, brother. Fuck! Come on, man. Ain't no need for this. Just join with me. I'm the city fan square. You broke the code. Fuck the code. D-Mob was always talking that old school loyalty bullshit. You from the streets. You know there's only one code out here that matters. Hey, just ride or get rolled on. Hey, hold up. Fuck this shit. Damn, this fucking room, everything went fucking bad. Fuck this Robert, shit, man. Eingefällt. Ist leider fake, okay. Okay. Viel zu bad, man. Oh, wir müssen noch einmal in hier gucken. Aber was los, Oma? Das ist normal, das ist die Generation. Alle hüpfen sie hier rum. Wer ist denn zu Roy Black so abgegangen? Das ist ein Krach, aber keine Musik. Roy Black ist die Musik. Roy Black. Wer ist denn zu Roy Black abgegangen? Sind bei Roy Black so hundert viele tausend Menschen rumgestürmt? Hundert viele tausend, Digga, so eine hundert geile Angabe. Hundert viele tausend, so eine geile Angabe. Tu doch was Vernünftiges, ja? Ja. Also. Arbeit mal rum, wir sind jung, wir haben noch das ganze Leben zum Arbeiten. Techno ist unser Leben. Und jetzt weg, Junge. Ach, Digga. Zigaretten. Oh, kennst du den? This record is honor of George Floyd. Ey, Mann. So. Shout out to his family. I have a dream. Oh, man, ey. Was hier, ey.